Biskela, meine Freunde der fliegenden Teppiche. Die Vorfreude auf die EM im eigenen Land steigt und die Medienpräsenz der deutschen Nationalmannschaft festigt sich wieder. Deutschland steht jedoch erneut mit seinem Unwoken Kryptonit in einer Gruppe. Erneut wird Deutschland, wie damals in München, auf Ungarn treffen. Und während sich damals alle Spieler hinknieten, also die Deutschen verständlicherweise, blieben die Ungarn stehen, denn Orban sagte mit einem absoluten Boss-Zitat: "Mit diesem Kniefall sympathisiere ich ganz und gar nicht. Diese Geste ist der ungarischen Kultur fremd und hat nichts mit dem Sport zu tun. Der Ungar kniet nur in drei Fällen. Vor Gott, seiner Heimat und wenn er um die Hand seiner Liebe anhält. Besonders nach Siegen zuletzt gegen die Niederlande und gegen Frankreich macht sich so etwas wie Euphorie breit. Jetzt muss man allerdings fragen, wie hoch kann der Sieg gegen Frankreich gewertet werden, wenn bis auf drei Leute in der Mannschaft wegen Ramadan den Todeshunger haben und an Topleistung abrufen müssen. Aber selbiges Problem haben wir hier in Deutschland auch. Nur, dass es nicht 3 von 11 sind, sondern einer, der jetzt mit Anzeigen um sich rumwirft wie der Drachenlord. Ihr seht, Rüdiger zeigt Reichelt an. Mein Name ist Booster Bratwurst. Abonnieren nicht vergessen."Julian Reichelt postete auf Twitter: "Soeben habe ich aus den Medien erfahren, dass Antonio Rüdiger und der DFB mich angezeigt haben, weil ich hier darauf aufmerksam gemacht habe, dass Rüdiger auf einem Instagram-Post den Gruß der Islamisten zeigt. Diese Geste ist in den letzten 2 Jahrzehnten von Terroristen vollständig vereinnahmt worden. Er ist unstrittig zum Gruß von ISIS und islamistischen Mördern in aller Welt geworden, von Menschen, die auch hier in Berlin gemordet haben und Unheil und unermessliches Leid über die Welt bringen. Wer als erwachsener Mensch diesen Gruß zeigt und in der Vergangenheit mindestens einmal Posts von Islamisten geliked hat, weiß das sehr genau. Der deutsche Verfassungsschutz und seine Landesämter werten den erhobenen Finger als Zeichen islamistischer Radikalisierung. Die Innenministerin nennt die Geste inakzeptabel. Wer öffentlich so posiert, zeigt ganz bewusst den Gruß von Fanatikern und nicht eine unschuldige spirituelle Geste. Es ist eine Normalisierung einer schrecklichen Ideologie, die in diesem Land schon viel zu viel Raum erobert hat. Auch und gerade weil es um einen beliebten Nationalspieler geht, darf man sich nicht einschüchtern lassen. Man muss darauf hinweisen, dass diese politische Ideologie gegen alles steht, was unsere Werte sind. Was Antonio Rüdiger und der DFB hier anwenden, sind Einschüchterungsmethoden. Niemand soll es mehr wagen, Kritik daran zu äußern, wenn der Islamismus und seine Symbole voranmarschieren. Man darf sich dem niemals unterwerfen. Der erhobene Zeigefinger des Islamismus, mit dem Terroristen auf der ganzen Welt ihre Morde feiern, gehört nicht zu Deutschland. Ich werde mir niemals verbieten lassen, das zu sagen." Der Bruder Rüdiger postete dieses Bild auf Instagram und ist nicht zum ersten Mal mit einer derartigen Gesinnung aufgefallen. Reichelt adressierte in einem Twitter-Post diese Gestik. Am 11. März postete der gläubige Muslim ein Foto von sich im weißen Gewand auf einem Gebetsteppich, den Zeigefinger seiner rechten Hand in den Himmel weisend. Mit einem Gruß zum Ramadan, möge der Allmächtige unser Fasten und unsere Gebete annehmen. Am Sonntag schrieb der Journalist Julian Reichelt beim Online-Portal X: "Für alle, die beim Islamistengruß von Antonio Rüdiger keinen Islamistengruß erkennen wollen, der Verfassungsschutz nennt diese Geste den IS-Finger und wertet den Zeigefinger als klares Zeichen für Islamismus." Und mit dieser Aussage liegt Reichelt nicht mal falsch. Beim Verfassungsschutz lesen wir: "Am bekanntesten dürfte der nach oben gerichtete einzelne Zeigefinger sein, vor Medien als IS-Finger betitelt. Dieser symbolisiert die unteilbare Einheit Gottes, die sich auch im Diesseits in der Einheit von Religion und Staat widerspiegeln soll. Er wird nicht nur von IS-Anhängern, sondern ebenfalls von deren Sympathisanten und Salafisten genutzt." Ja, unser lieber Toni ist mal wieder in ein Fettnäpfchen getappt, aus dem er diesmal nicht so leicht herauskommen dürfte. Wie damals, als er den Post von Khabib Nurmagomedov gegen Macron geliked hatte. Nationalspieler Antonio Rüdiger hatte einen Beitrag des früheren Käfigkampfweltmeisters Khabib Nurmagomedov aus Dagestan geliked. Der hatte bei Instagram das Foto des französischen Präsidenten Emmanuel Macron mit einem Stiefelabdruck im Gesicht reingestellt. Dazu Flüche gegen Macron, der angeblich den Islam beleidigt habe. Zu der Zeit noch Chelsea-Profi Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Mesut Özil, natürlich ist er auch dabei, haben den Schmähbeitrag mit einem Gefällt mir versehen. Rüdiger löschte inzwischen sein Like, folgt Nurmagomedov auch nicht mehr bei Instagram. Oh Mann, Alter. Und dann kackt er sogar noch. Nationalspieler Antonio Rüdiger damals zu Bild: "Das war ein Fehler. Natürlich sollte man keine Beiträge liken, die in Sprachen verfasst sind, ursprünglich in Kyrillisch, die man gar nicht versteht. Ich lehne jede Art von Gewalt ab und möchte mich deshalb klar von diesen Inhalten distanzieren. Ich weiß nicht, ob es damals schon die Instagram-Funktion zum Übersetzen von Kommentaren oder Beiträgen gab. Aber selbst wenn nicht, Digga, da hat der Präsident von Frankreich einen Stiefelabdruck in der Fresse. Glaubst du, das soll ein Lob sein?" Damit wird der Abwehrstar von Real Madrid in Terroristennähe gerückt. Gegenüber Bild wollte sich Rüdiger zunächst nicht äußern. Am Montag reagierte Rüdiger doch, mit einer Strafanzeige gegen Reichelt bei der Berliner Staatsanwaltschaft. Wegen Beleidigung bzw. Verleumdung, verhetzender Beleidigung sowie Volksverhetzung. Rüdiger ist stellvertretend für ein Volk? Also seinem Beruf zufolge ja stellvertretend dem deutschen Volk gegenüber, wie es in der Anzeige heißt. Der DFB erstattete ebenfalls Anzeige.
meldete den Reichel-Tweet gegenüber der Generalstaatsanwaltschaft als Hate Speech. Ich denke, dass wir alle gut einordnen können, dass Rüdiger kein Extremist ist, aber vielleicht ein Fundamentalist, der durch seine Gestik und seinen schnellen Daumen auf Instagram Sympathien in diese Gesinnesrichtung zu pflegen scheint. Damit unterstelle ich ihm nicht, dass er Sympathien zu Radikalen oder Ähnlichen habe. Das waren jetzt allerdings zwei eindeutige Fauxpas, die schon eine sehr deutliche Aussage treffen. Wie steht Rüdiger zum Islamismus? Laut seiner Anwaltskanzlei ist er als überzeugter Gläubiger ein friedliebender Mensch, der jede Art von Gewalt ablehne. Die Geste als Islamismusgruß zu werten sei falsch, verkürzt und bewusst polarisierend. Es handle sich um die Tauhid-Geste, die sinngemäß bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Interpretation, Freunde, ja? Abhängig von deinem Imam. Ist Rüdiger schon einmal bei dem Thema aufgefallen? Fakt ist, er hat zuvor bei Instagram keine Bilder religiösen Inhalts veröffentlicht. 2020 hatte er allerdings einen Beitrag geliked mit Flüchen gegen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron, der angeblich den Islam beleidigt habe. Rüdiger entschuldigte sich später für sein Like und distanzierte sich. Ist das wirklich eine übliche Geste, vergleichbar mit dem Kreuzzeichen der Christen? Oder zeigt der erhobene Finger Richtung Islamismus, weil ihn auch IS-Terroristen so nutzen? Bild fragte das Bundesministerium und Experten. Das Ministerium antwortete Bild, aus Sicht des BMI, ist der sogenannte Tauhid-Finger als Glaubensbekenntnis zu verstehen und insofern mit Blick auf die öffentliche Sicherheit als unproblematisch einzuordnen. Dies gilt unabhängig von der Tatsache, dass islamistische Gruppen dieses Symbol vereinnahmen und für ihre Zwecke missbrauchen. Ich frage jetzt einfach mal rein aus Interesse, aber woher kommt die Diskrepanz zwischen dem BMI und dem Verfassungsschutz? Das Ministerium schränkt jedoch ein. Salafisten leiten aus dem islamistischen Tauhid-Prinzip, der Lehre von der absoluten Einheit und Einzigartigkeit Gottes ab, dass Allah der alleinige Souveräne und die Scharia das von ihm offenbarte und daher das einzige legitime Gesetz ist. Die Demokratie lehnen Salafisten folglich als unislamisch ab. Insofern kann das Zeichen des sogenannten Tauhid-Fingers in bestimmten Kontexten als Zeichen einer salafistischen bzw. islamistischen Radikalisierung angesehen werden, wenn Akteure sich bewusst dieser Mehrdeutigkeit bedienen. Hier kommt es auf die Betrachtung im Einzelfall an. Ja, oder man betrachtet mehrere Einzelfälle derselben Person und erkennt Muster, aber ich meine ja nur. Ahmad Mansour, ach perfekt. Der Debattenkönig ist auch am Start. Die Geste ist nicht islamistisch, sondern rein religiös, Alter. Wird aber von Extremisten, wie zum Beispiel Salafisten, vereinnahmt. Über Antonio Rüdigers Verhalten sagt er, mit diesem Bild werden Dinge verbunden, die Antonio Rüdiger bestimmt nicht beabsichtigt hat. Die Wirkung auf junge Menschen ist gewaltig. Ich glaube, dass der DFB seine Hausaufgaben machen muss, wenn es darum geht, Spieler für bestimmte Themen zu sensibilisieren. Islamwissenschaftler Abdel Hakim Urgi, nicht jeder, der so etwas macht, ist automatisch ein Extremist bzw. ein Salafist. Aber seit dem Aufstieg des IS wird diese Geste von Anhängern des politischen Islam öffentlich präsentiert, von den Dschihadisten für Propagandazwecke missbraucht. Heutzutage ist ein in der Öffentlichkeit erhobener Zeigefinger ein Symbol für die Identifikation mit dem politischen Islam bzw. mit dem Islamismus. Eine öffentliche Person muss wissen, dass ein ausgestreckter Zeigefinger nun häufig mit dem Islamismus in Verbindung gebracht wird. Ihre öffentlichen Botschaften können viele Menschen beeinflussen. Ethnologin Susanne Schröter sieht Rüdigers Zeichen dagegen kritisch. Der dem gegenüber demonstrierten Zeigefinger ist in den vergangenen Jahren eindeutig zu einem Erkennungszeichen von Salafisten geworden. Und so muss man Rüdigers Inszenierung wohl auch verstehen. Es gab vor 3 Jahren schon einmal einen ähnlichen Skandal wegen einem islamistischen Like auf Twitter, für das er sich entschuldigt hatte. Das war offenbar nicht ernst gemeint, sondern nur eine Täuschung, um seine Karriere nicht zu gefährden. Was für Karriere gefährden? Der Typ ist in der islamischen Welt ein Star. Und er kriegt auch, egal wie sehr er es sich in Deutschland verkackt, ein fettes Angebot aus Saudi-Arabien. Politikwissenschaftler Abdel Ahmed Samad: Antonio Rüdiger hat meine Solidarität. Ich finde es abscheulich, gegen ihn wegen einer harmlosen Geste zu hetzen, während man die wahren Islamisten im Lande ruhen lässt und sogar politisch hofiert. Entspannt euch ein bisschen. Und Samad rechtet aus. Aber ich kann Samad sagen, warum das der Fall ist. Weil die deutsche Nationalmannschaft gerade polarisiert und das wollen sie auch, damit die Marketingmaschine funktioniert. Was Rüdiger angeht, das war sein zweiter Strike. Erst Khabib und Macron, jetzt der Finger und die Anzeige gegen Reichelt. Was ich aber nicht verstehe ist, dass sich der DFB da einschaltet, anstatt interne Disziplinarregeln auszuarbeiten. Ihr steht da mit einer Vorbildsfunktion. Sorgt dafür, dass sich eure Spieler in der Mannschaft wohlfühlen und nicht von einem linken Kack unterdrückt werden. Damit meine ich Neuer und Goretzka. Denn bei der WM in Katar wollten nur 2 der Spieler aus dem ganzen Kader diese Regenbogenbinde tragen und irgendwelche Maßnahmen gegen die FIFA präsentieren. Der Rest musste dieses mitgehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Antonio Rüdiger genauso wie der Rest der Mannschaft diese komischen Werte vertritt, die ein Neuer oder ein Goretzka vertreten. Wir werden es weiter verfolgen, wie es sich zwischen Reichelt und Rüdiger weiterentwickelt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.